10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut und ihr habt jetzt alle so ein bisschen alles überlebt und gemacht und getan. Ich habe schon in der nächsten Folge starte hier natürlich weiter und das tun wir jetzt auch. Ich habe so eine kleine Vorproduktion, die ich jetzt mal schaue. Das werden jetzt zwei Folgen sein, mit dieser und der letzten. Ja, und ich würde sagen, in der letzten Folge haben wir die Fahrzeuge, also die Straßen gemacht. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns hier noch ein Straßenfahrzeugdepot holen. So, das schließen wir damit an. Und mir ist gerade eingefallen. Ah, ich habe ja da. Ist gut. Alles gut. So, dann tun wir mal Fahrzeuge kaufen. So, wir brauchen auf jeden Fall Passagier. Ich würde sagen, wir holen hier so einen. Den machen wir in Blau. Kaufen zwei Stück. Das Geld ist immer noch hoch. Irgendwann wird es stellst komplett auf Null. So, du fährst natürlich das. So, dann kaufen wir noch hier für die anderen Sachen. Haben wir schon hier die. Also dann holen wir die und dann holen wir die Opel XF12. XF11, ja, jetzt haben wir den Opel. Und da holen wir dann auch so drei Stück, das dürfte reichen. So, Werkzeuge. Dann würde ich sagen, starten wir unsere Linien. Hier muss ich erst noch gerade hinten in dem Depot die anderen einrichten. Und da bin ich echt gespannt, wie die da rausfahren. Die beiden gehen ab auf. Ah, seht ihr, da fehlt noch einer. Hä? Moment. Habe ich auf der anderen schon welche? Oh Gott. Ich bin so lost heute. Holzbretter. Fahrzeuge verwalten? Nee. Warum lässt er mich schon da? Ist keine Traum. Ja. Warum lässt ihr mich da keinen drauf machen? Sage ich euch jetzt. Deswegen. So. Das heißt, wir brauchen hier die beiden auf zur Holz. Diese fixierte Gleise fehlen. Was? Wo? Wo sind hier? Ist das denn nicht elektrisch? Das ist doch jetzt Mobbing, oder? Egal, dann machen wir es einfacher. Also ich sehe alles auf elektrisch. Oder ist das Depot? Das Depot ist nicht elektrisch. Oh no. Jetzt können wir es nur für Dieselloks nutzen. Das heißt, die dürfen wir erstmal wieder alle verkaufen. Das ist so schade. Ich hätte es gerne gehabt. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Ich kann aber mal gucken. Gebäude. Das ist auch noch ein Shader. Nee, das geht leider nicht. Und hier können wir nur das, aber die sind auch nicht elektrifiziert. Das ist ja doof. Aber das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das habe ich natürlich einen Fehler gemacht, das weiß ich nicht. Hier kann man leider nicht zurück. Ich glaube, das ist doch so, wie wir hatten. Und ersetzt die Züge einfach durch eine Diesellok. Fertig, aus, Ende. So, das heißt, wir haben Diesel. Die fahren zwar jetzt nicht so atemberaubend schnell, auf die Dampf gehen. Die sind natürlich flotter. Machen natürlich mehr Dreck. Gut, für hinten werden die jetzt noch nicht mal verkehrt. Und das für hinten die hier, die Diesel. Machen wir auch. So, Cargo. So.
jetzt wieder auf diese, auf diesen Hammer kommen. Ich versuche es mal gleich hier nochmal mit der elektrischen. Ansonsten, und wisst ihr was, ich setze ein zweites Depot hin, wo dann die Elektroloks rausfahren können. Noch können wir uns, können wir das machen. Dass man sagt, hier schließen wir an, kommen zu groß jetzt nicht mehr und da haben wir unsere Elektroloks raus. Das müsste ja dann funktionieren. So, wir hätten die hier, doppelte Cargo. Wie das da unten. Ja, das ist die Frage, welche Kapazität machen wir hier? Machen wir hier 170. Ja, 180 reicht das. Nur einen Zug. So, weil wir müssen ja jetzt noch einen anderen Zug machen. Gedeckter. Nehmen wir den gedeckten, oder? Den oder den. Ja, 13, 20, ja, das passt. So, Elektro. Ja. Der muss weg. Der kommt dran. Cargo. Das haben wir. Der hier war das. Genau. So, was haben wir denn da dran? Ja, Kapazität von 200 dürfte erstmal reichen. So. Das heißt, hier fahren die Holz zu Bretter. So, hier. Der Bretter zur Fabrik. Was? Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Muss ja mal davon. So, du kommst doch davon. Was ist jetzt hier wieder falsch? Ich liebe es. Er sagt mir, er kommt nicht dahin. Warum kommt er nicht dahin? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er zu lang. Dann muss ich hier einfach nur Terminals tauschen. Auf 1 fährst. 2. Dann müssen wir das nochmal umändern. Ich verstehe es nicht. Warum wir hier so Probleme haben. Ja, piep piep. Muss ich jetzt hier echt noch einen Wegpunkt reinsetzen? Moment. Es konnten nicht alle Stellen miteinander verbunden werden. Okay. Ja, es war, weil er irgendwo nicht anfahren konnte. Okay. So, hier fährt er jetzt dann auf das. Das will ich eigentlich vermeiden. Habe ich denn hier keine? Nein, habe ich nicht. So, jetzt klappt es. Ach ja, ich liebe es. So, es kann ja auch noch zwei fahren. Immer noch nicht. Das ist auf 1. Nehmen wir hier die Holzbretter. F2, ob das geht. So, dann fahren die sich nicht in den Weg. So. Haben wir den Zug hier schon da drauf? Jawohl. So, jetzt hier auf Werkzeuge übergeht. So, dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein Signal hin. Und ein bisschen mehr geschnitten als gestern die Folge. So, da haben wir ein Signal hingesetzt. Dann würde ich sagen, starten wir mal.
Bin ich mal gespannt, wie das da. Ah, ja, nice. So, der wartet jetzt natürlich, ne? Ich muss mir diese Bildschärfe mal noch rausholen. Die hört sich ja an. Ja, also mit der Bildschärfe muss ich auch ein bisschen arbeiten. Tut mir auch leid. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Das sind jetzt unsere beiden, die für das Holz zuständig sind. Danach haben wir das ein bisschen generieren können. Ich mache das mal hier ein bisschen schneller. Ich glaube, ich setze hier auch nochmal ein Signal hin. Ich weiß gar nicht, oder da habe ich Signale, das hat jetzt passiert, ist die Frage. Ja, das zieht der natürlich durch, war mir klar. Aber ist ja nicht schlimm, die müssen ja auch als erstes raus. Aber das Ding ist cool. Da kann man auch ein bisschen umbauen, hier noch ein bisschen schick machen. Ich habe hier das Maltool, da habe ich noch ein bisschen mehr jetzt drin. Geröll und sowas, was sagt hier? Ein bisschen Geröll hin. So. Perfekt, das fällt ihr auch los. Nochmal später. Und das ist jetzt Bretter zur Fabrik. Und da kommt schon wieder der erste Schlag an neuen Sachen. Die hätte ich jetzt gerne. Schon mal gut aus. Und wie gesagt, ich muss halt die Bildschärfe mit der automatischen mal noch ausschalten. Und ich sage eben jetzt auch noch gerade auf der Linie, Linie verwalten. Er kann jetzt erstmal voll laden. Boah, der ist auch schon gut lang. Ich denke mal, die hier sind jetzt im Zuge. Ich hoffe, das funktioniert. Oh ja, oh ja, da ist einiges am Holz. Die hat auch hier schwer zu kämpfen. Uiuiui. Da hat aber jemand zu kämpfen. Und der ist noch nicht mal voll. Ah, ich glaube, wir brauchen dringend stärkere Loks. Jetzt schon wieder so viel. Wir gucken erstmal, wie das sich hier einpendelt mit den beiden. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken dann, wie wir das hier machen. Auf jeden Fall, der steht jetzt hier, der wartet. Der steht auch keinen im Weg, der fährt ja alleine. Der andere pendelt jetzt auch hin und her. Den kann man jetzt auch mal gerade noch einstellen. Das wir müssen uns dann noch Städtenamen überlegen. Auch vollladen. Also hier, die werde ich jetzt nochmal austauschen. Das geht gar nicht, die beiden. Und versuchen die zu ersetzen. Das Problem ist, irgendwo zeigt er uns an, da ist eine elektrische Strecke nicht. Obwohl, doch müsste er jetzt funktionieren. So. Das heißt, wir holen auch die hier. Doppelt. Cargo. Und dann. Tap. So. 208. So, wir brauchen 23. Machen wir uns gerade nochmal 50. 2, 3, 4, 5.
So, was man eben jetzt gerade so macht hier. So, 50 Millionen kaufen und SD. Dauerhaften Unterbrechung versucht, das zwar irgendwie, hoffentlich kriege ich das beigeschnitten, einigermaßen aussieht. Und der sagt mir jetzt hier kein elektrischer Weg. Und ich habe, glaube ich, auch den Fehler gefunden. Aber der ist doch elektrisch, der andere fährt doch auch hier. Nein, fährt er nicht. Okay, jetzt haben wir den Fehler. Also den kann man hier rausfahren lassen. Weil hier haben wir Elektro, da haben wir keine. Das haben wir direkt überhoben. So. Konfigurieren. Da können die halt leider nicht überschreiben. Das heißt, ist hier direkt. Hier rausholen. Der stimmt leider nicht mehr ganz. Ich hoffe, ich kriege die auf 20 Minuten die Folge. Die Unterbrechungen. Und dann nehmen wir jetzt hier. So. Jetzt dürfte der Weg auch elektrisch sein. Jawohl, und jetzt können wir auch richtig den Zug hier ändern. So, Fahrzeuge verwalten. Alle beide Sätze. Die Diesel, die wir haben, die sind leider echt zu langsam. Warum sind sie denn da mal so? So, so. Nee. Da. Zack, jetzt funktioniert es auch. Seht ihr? Da haben wir es. Und ich muss hier mal gerade was einstellen. Ich weiß, das seht ihr jetzt gerade, aber ich muss diese Filter löschen. So, weil dann ist das auch vorbei beim Reinzoomen. Neues Jahr und viel Ärger. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hat er hier für eine Rate. 37 liegen da, hier waren die Raten, glaube ich. Bretter zur Fabrik, 700er Rate, ja, ist klar. Holz zu Bretter. Boom! Okay, das ist heftig. Das heißt, wir können einen Zug rausholen. Das reicht, denke ich mal. Machen wir uns wieder Geld. Warte mal gerade, das ist der jetzt. Jawohl. Warte mal, bis der gerade hier angelangt ist. Und bleibst du jetzt stehen? So. Weil ihn hier wollte ich auf jeden Fall kommt dann weg, wenn er weiter abgeladen hat. Weil das reicht. So. Da brauchen wir nicht zwei, da reicht, wenn wir einen haben. Weil der kommt ja da jetzt auch schon wieder angeschossen. Immer noch eine Rate von knapp 800. Das ist schon ordentlich. Das ist echt schon ordentlich.
Also der wartet jetzt natürlich bis voll ist, klar. Dass irgendwie alles eingependelt hat. Ich habe gewartet maximal 3 Minuten. Da fährt er nämlich schon weg. Gut. Und der hier dürfte dann natürlich voll sein. Und dann kriegen wir das hin. So, meine Lieben. Auch wenn die Folge zu viel durchgeschnipselt ist und gemacht und getan. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und gerne auch den Support. Wir haben unsere erste Versorgungslinie eingerichtet. Die Busse fahren auch schon, das zeige ich euch gerade noch schnell. Die tuckern schon und fahren ganz gemütlich. Da fährt zum Beispiel einer. Das heißt, wir müssen uns beeilen, in der nächsten Folge unsere Strecke auszubauen bis nach Koblenz runter. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ich sage Tschüssikowski, bis Badinski. Und wenn ihr noch kein Abo habt, gerne eins da lassen und natürlich den Daumen nicht vergessen. Bis dann. Tschüss. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.